Hallo, liebe Zuschauer, March of Amiga, heute mit Panzer Kickboxing, wo ich als Kind immer dachte, warum heißt denn das Panzer? Kommt doch gar keine Panzer drin vor. Nein, Panzer, ich weiß jetzt nicht, wie der Vorname ist. Jean-Claude, Jean-Luc, Jean, ich weiß es nicht. Ich glaube, ein französischer Kickboxer war das. Und nachdem ist dann halt dieses Spiel auch benannt. Ich habe euch vor Urzeiten mal die PC Engine Version gezeigt. Und die PC Engine Version und die Amiga Version sind doch recht ähnlich. Spielen sich beide hervorragend. Dennoch ein ziemlich schwieriges Spiel. Aber halt, ich sage einfach mal, für eine Simulation des Kickboxing-Sports doch sehr gelungen, meiner Meinung nach. Achso, Disk B, ja, kannst du natürlich haben. Ist gar kein Problem. Entweder hier zwei Laufwerke, aber er ignoriert natürlich mal wieder ein Laufwerk. Wie gesagt, das hatte ich schon mal angesprochen, schon häufiger mal. Das passiert eigentlich relativ häufig oder ist relativ häufig damals auf dem Amiga passiert, dass man da mit dem zweiten Laufwerk nicht so viel anfangen konnte. Immer ärgerlich bei Spielen, die natürlich mehr als jetzt zwei oder drei Disketten hatten, wo sich dann halt das Diskettenwechseln im Rahmen hielt. Wenn es dann so ein Spiel mit 10 Disketten war oder so und man konnte kein zweites Laufwerk benutzen und man hatte keine Festplatte, die hatte ich nun mal nicht. Festplatte damals war Luxus auf dem Amiga, dann stand man da. Ja, hier, wir sind Boxer Nummer A. Man kann hier, glaube ich, so eine Boxer sich anlegen. Boxer Nummer D. E. Ja, komm, hier, ein freundliches Gesicht. Wir spielen an Joystick Port 2 gegen Dom Weak. Das ist tatsächlich der schwächste Gegner. CB Rocky und dann geht es weiter bis, glaube ich, Panzer, dem super, super, duper Meister, den man dann irgendwann mal besiegen kann, muss, soll. Und wir kämpfen aber gleich gegen Dom Weak. Man kann sogar Training machen. Auch das ist relativ herausfordernd, dieses Trainingsspielchen. Dadurch. Ja, kann man seine Werte verbessern. Und wenn man es denn richtig macht und nicht so wie ich. Und hier muss natürlich Reaktion. Oh. Ich treffe da meistens sowieso nie etwas. Ja. Ah, immer den falschen auswählen. Am besten immer nur nach oben treten, aber das bringt, glaube ich, auch nichts. Zweifelsfall sogar Abzüge. Und ja, weil wir einmal getroffen haben, kriegen wir jetzt wenigstens auf die Reflex erhöht auf 31%. Ja, so kann man seinen Kämpfer verbessern, damit man Chancen hat. Ich glaube nicht, dass wir gegen Dom Weak gewinnen werden. Vielleicht haben wir Glück irgendwie mit dem Lucky Punch, dass wir ihn erwischen oder so. Gucken wir einfach mal. Und gehen mal rein in das Match. Ja, wir als unbekannter Boxer natürlich jetzt gegen Dom Weak. Auch ein unbekannter Boxer, ein schlechter Boxer. Kaum Zuschauer in der Halle, um nicht zu sagen, gar keine Zuschauer. Dafür eine nette Dame, die uns das Hodenschild 0 eins zeigt und dabei ein interessantes Oberteil anhat. Ja, ist gut, lass uns kämpfen. Nochmal die Regeln erklären und dann bang, geht's los. Ja, dann machen wir mal. Ah, da werde ich direkt wieder gut erwischen. Oh, fast hätte ich ihn erwischt. Fast hätte ich ihn erwischt. Ja, das Spiel ist wie gesagt schwierig. Auch die ganzen Moves kann man sich einstellen. Höhö, wir sind einmal umgetreten. Weil dann natürlich immer die Frage ist: Ich glaube, dieses ganze Move zusammenstellen muss man halt darauf achten, dass man einige schnelle Moves dabei hat und natürlich einige Moves, die halt recht kräftig sind. Uppala. Ja, man könnte auch blocken. Aber ich habe es schon so lange nicht mehr gespielt. Einmal kurz vor der Aufnahme reingespielt. Und ihr seht auch unsere Energien oben, diese Leuchten an der Decke. Das ist halt die Energie. Und wenn dann halt alle Lampen ausgehen, dann, nun ja, gehen halt alle Lampen aus. Zack, das ist ein toller Move. Zack. Vielleicht haben wir Glück und treffen ihn gleich am Kopf, so dass er dann umkippt. Aber wenn ich so weitermache. Aua, aua. Aua. Ha, ja, kann ich auch. So, jetzt haben wir ihn auch mal ein bisschen Energie abgezogen. Wie gesagt, ohne Training kommt man da hier nicht weiter. Man muss natürlich auch die ganzen Moves drauf schaffen.
Immerhin trete ich ihn mal um. Das bringt so zwar überhaupt nichts, sieht nett aus, aber. Versuchen dauerhaft ihn umzuhauen. Wenn er mit auf dem Boden liegt. So als psychologischen Effekt. Ja, immerhin haben wir auch die zweite Runde überstanden. Das ist gut. Hat sie wieder ein bisschen unsere Energie aufgeladen. Aber wie gesagt, selbst Dom Weak, der schwächste Kämpfer hier im Spiel, macht mich fertig. Jetzt aber tot. Also ja, jetzt nicht tot, sondern K.O. Weiß nicht, ob das was bringt. Ein Button smasht. Ja, wegrennen bringt wahrscheinlich auch nicht die beste Idee. So, das war's. Volles Fund. Die Lichter sind aus. Und er ist standardlich am Boden. Ja, schon klar. Herzlichen Glückwunsch, Dom Weak. Wahrscheinlich auch der erste Kampf, den er jemals gewonnen hat. Oh, toll, wir kriegen Erste-Hilfe-Kasten als Prämie. Das ist ja mal nett. Super. Können wir jetzt unsere Wunden lecken. Ja, das ist Panzer-Kickboxing. Also mir gefällt es, ist echt ein nettes Spiel, aber wie gesagt, doch recht herausfordernd, das ganze Training und dann die Kämpfe sich hochzuarbeiten. Bis man mal so weit ist und dann gegen Panzer himself antreten kann, beziehungsweise ihn dann auch schlagen kann. Da vergeht dann, glaube ich, schon eine gute Zeit. A-Panzer, dann heißt er doch irgendwas mit, weiß ich nicht, André. André Panzer? Ich glaube ja, André hieß er. Weiß ich nicht mehr. Panzer Kickboxing auf dem Amiga. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal im nächsten Video. Dann wieder. Bis dahin. Bye, bye.